Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem heutigen Video, in dem es um ein Q&A geht. Aber nicht ein Q&A von meinem Blogger-Dasein, sondern ein Q&A von meinem Autoren-Dasein. Ich habe euch bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen zum Thema Schreiben habt, Fragen zum Thema Veröffentlichen, Autoren-Dasein, bliblablub. Und ihr habt mir fleißig Fragen geschickt. Ich werde die auch nicht alle im heutigen Video beantworten können. Einige waren doch sehr ähnlich oder tatsächlich auch sehr gleich. Und die, die ich heute nicht beantworte, die speichere ich mir natürlich auf meinem Handy, auf meinem Laptop ab für ein zweites Video, das ich dann in den nächsten Wochen auch noch drehen werde. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es sind nämlich ein paar Fragen und ich habe irgendwas an der Lippe. Das ist, glaube ich, ein Haar. Im Zweifelsfall ein Hundehaar. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an und darüber habe ich so lachen müssen, weil sie von einer guten Freundin von mir kam und die genau weiß, wie sie mich immer ein bisschen ärgern kann, die da einfach nur gefragt hat, du hast ein Buch geschrieben? Fragezeichen. Sie war vermutlich eine der ersten, die das Buch bekommen hat. Und eventuell steht sie auch in der Widmung. Ja. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ein Buch geschrieben, das da heißt Love Me Girl. Ich zeige es euch gerne nochmal von da an. Ja, Love Me Girl ist quasi mein Debütroman und ist im Juni 2021, also quasi letztes Jahr, erschienen. Und darin geht es um Juniper Cole und ihr Leben, das ein bisschen den Bach runtergeht und dann eine andere Richtung einschlägt als eigentlich geplant. Ich werde euch den Klappentext einfach mal in die Infobox packen und natürlich auch den Link etc. etc. Und dann könnt ihr euch das gerne mal durchlesen, beziehungsweise den Link habe ich eigentlich immer unter meinen Videos. Und weil wir gerade von Love Me Girl reden, erscheint am 7. Juni 2022, hoffentlich, wenn alles klappt, Band 2, der da heißen wird Love Me Boy. Und wir switchen gleich weiter zu der nächsten Frage, die dann nämlich auch auf Love Me Girl bezogen ist. Was hältst du von Illustrationen und Merchandise zu Büchern? Ja, ich habe für Love Me Girl auch Merchandise machen lassen. Also meine Cover-Designerin, die Acelia, die hat mir zum Beispiel diese wunderschönen Postkarten gemacht, Lesezeichen gemacht, die ich halt bei Bestellungen auch immer dazulege. Und ich habe mir halt auch Postkarten vom Cover drucken lassen, die hinten drauf leer sind. Im nächsten Band werde ich es so machen, dass ich vorne drauf das Cover mache und hinten drauf den Klappentext, damit man da ein bisschen nachgucken kann, ob einem das gefallen wird oder nicht. Und dann habe ich bei der lieben Yassi noch eine Illustration in Auftrag gegeben. Das sind die beiden Hauptprotagonisten des Buchs. Die Dinge lege ich dann auch immer bei Buchbestellungen dazu. Die gibt es umsonst. Ja, ich habe noch Armbänder gemacht mit einem Schildkrötenanhänger, was der zu bedeuten hat. Das müsst ihr natürlich im Buch rausfinden. Und ich habe halt noch für meine Blogger Boxen gebastelt mit ein paar Goodies drin, die dann aber nicht zum Verkauf weiter ausgeführt werden. An und für sich bin ich aber auch jemand, der nicht unbedingt Goodies braucht. Ich habe da letztens einen schönen Post von der Lena Kiefer gelesen, in dem es halt darum ging, dass momentan super viele Bücher mit Buchschnitt in der ersten Auflage gedruckt werden oder angeboten werden, dass Charakterkarten, Illustrationen etc. en masse gemacht werden, um das Buch zu bewerben und gerade nach dem Release halt so ein bisschen zu promoten oder ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Leute das kaufen, weil es das immer nur in der ersten Auflage geben wird, bliblablub. Und dass das eigentlich irgendwie uns Autoren zwar selbst auch gut gefällt, aber es vermittelt auch irgendwie das Gefühl, dass man irgendwas machen muss, um gesehen zu werden. Sei es jetzt eine Signieraktion bei Kraff oder eine Illustration oder ein farbiger Buchschnitt, den man anbieten muss, damit die Leute das kaufen. Und irgendwie kommt es mir so vor, oder kam es ihr auch so vor und mir tatsächlich auch so im Nachgang, dass irgendwie man kommt sich als Autor so vor,
oder als Autorin, dass man das anbieten muss, um die Buchverkäufe anzukurbeln und das eigentliche Ziel und der Sinn und Zweck eines Buches, dass den Leuten der Inhalt gefällt, ist irgendwie momentan so zweitrangig. Also so kommt es einem manchmal tatsächlich vor. Von daher wird es zu Love Me Boy auch nur eine Illustration geben und Lesezeichen und Postkarte. Und ja, das mache ich halt auch einfach als Werbemaßnahme und nicht, also zum Auslegen auf Messen oder so und nicht zum Bewerben des Buches als Kaufanreiz. Also die Sachen gibt es bei mir auch tatsächlich umsonst. Auch wenn man mich anfragt, ich schicke euch auch gerne was zu. Da habe ich gar kein Problem mit. So, jetzt haben wir aber genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Frage. Haben Sie ein Vorbild? Also, zuerst einmal möchte ich nicht gesiezt werden. Ja? Da komme ich mir so alt vor. Also jeder, der mir bei Instagram oder bei YouTube schreibt, der darf mich gerne duzen. Das möchte ich nur einmal gesagt haben. Ein Vorbild habe ich tatsächlich nicht, weil ich immer denke, dass jeder Autor sein eigenes Vorbild sein sollte. Es gibt natürlich Autoren, deren Schreibstil mir super gut gefällt, aus verschiedenen Aspekten. Das sei zum einen Kerstin Gier. Die schreibt ja eher in Richtung Jugendbuch und ich nenne es immer Hausfrauenromane. Aber dann weiß jeder, was ich meine. Also Liebesromane für erwachsene Frauen. Nicht dieses New Adult Genre, in dem ich schreibe, sondern halt einfach Romane für erwachsene Menschen. Ja, Kerstin Gier schreibt aber auch sehr humorvoll, egal in welchem Genre. Und das gefällt mir zum Beispiel super gut. Ich versuche ja auch so ein bisschen Humor und Sarkasmus in meine Bücher mit einfließen zu lassen, weil ich einfach auch ein sehr lustiger und sarkastischer Mensch bin. Das war jetzt ein bisschen Eigenlob, aber ja, ich bin sehr gerne am Lachen und mache auch gerne Witze. Von daher, ja, versuche ich das auch so ein bisschen in meine Bücher mit einfließen zu lassen. Und wer mir natürlich auch super gut gefällt, welche Bücher ich gerne lese, ist zum Beispiel Nicola Hotel. Die schreibt im New Adult Genre und ich liebe die Bücher einfach. Ich liebe sie und da kommen ja jetzt auch bald noch neue raus. Ja, aber dass ich mir jetzt so richtig Vorbilder nehme und mir die Bücher angucke und versuche so zu schreiben, mache ich nicht. Ich möchte mein eigenes Vorbild sein. Die nächste Frage lautet, wie sind Sie dazu gekommen, Autor zu werden? Ja, ich war schon immer gerne am Lesen. Ich habe schon immer Geschichten mir überlegt und aufgeschrieben oder auch wenn ich geträumt habe, mir Sachen aufgeschrieben und habe da eigentlich nie so den Drang dahinter gehabt, dass ich das unbedingt schreiben möchte. Aber ich habe schon immer gesagt, irgendwann im Leben möchte ich mal ein Buch rausbringen. Ja, dann habe ich mit YouTube angefangen, dann habe ich mit meinem Blog angefangen und dann vor 2 Jahren mittlerweile schon habe ich bei Instagram angefangen und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer. Ich habe diese Geschichte von June und Pex im Kopf gehabt und wollte sie einfach niederschreiben, habe das getan und irgendwie Step by Step wurde daraus dann immer mehr der größere Wunsch, war ein gutes Deutsch, daraus ein Buch zu machen. Und jetzt gibt es im Handel seit einem Jahr. Und jetzt kommt bald Band 2. Die nächste Frage lautet, wie lange brauchst du ungefähr, um ein Buch zu schreiben? Das lässt sich auch gar nicht pauschalisieren. Es kommt ja immer drauf an, was bezeichnet man als, ich habe das Buch fertig geschrieben. Schreiben ist ja das eine und die Bearbeitung ist ja das andere. Also, ich kann es nur von Love Me Girl sagen. Da habe ich ungefähr ein halbes Jahr dran geschrieben. Bei Love Me Boy waren es rein die Schreibphase 2,5 Monate. Also, bei Love Me Boy habe ich richtig Gas gegeben. Und bei Love Me Girl, ja, das war, wie gesagt, wie ich in der Frage zuvor schon beantwortet habe, war halt so ein schleichender Prozess. Aber da mir meine Blogger und diverse Leserinnen jetzt langsam Druck gemacht haben, sie möchten endlich Band 2 lesen, habe ich zusammen mit einer lieben Bloggerfreundin und vielleicht auch irgendwann Schreibfreundin, habe ich gesagt, komm, dann machen wir den Nano-Fribo mit und schreiben da. Haben uns das Ziel gesetzt, jeden Tag 1000 Wörter zu tippen
Und am Ende waren es, glaube ich, fast 55.000, 56.000. Also das hat richtig, richtig gut geklappt und somit war fast schon, ja, war schon über die Hälfte von Love Me Boy im November geschrieben und den Rest habe ich dann im Dezember und Januar geschrieben. Im Dezember habe ich auch ein bisschen Pause gemacht über Weihnachten. Also ja, ich sage einfach mal so 2,5 Monate für Love Me Boy, aber ich sage immer so zwischen 3 und 6, würde ich jetzt bei mir sagen, wäre die Regel, wenn ich mich wirklich dahinter klemme. Die nächste Frage wäre, was ist der größte Störfaktor? Was hält dich vom Schreiben ab? Und da haben wir es auch schon. Nein, nicht unbedingt. Also ja, das Handy ist schon so ein Zeitfresser. Da merke ich auch, wenn ich während dem Schreiben noch kurz mal eine Nachricht beantworte, dann schreibst du mal hier noch zurück und da noch zurück, dann hörst du da mal noch eine Sprachnachricht ab, dann gehst du mal noch kurz auf Instagram, guckst mal, ob noch jemand dir geschrieben hat, ob noch jemand was unter deinem Post geschrieben hat, bliblablub, verteilst noch ein bisschen Liebe auf Instagram und zack, 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 ist eine Stunde rum, du hast 3 Sätze geschrieben und ja, das war dann dein Schreibabend. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich meine Tochter, die den ganzen Tag quasi meine Zeit in Beschlag nimmt, was mich dann auch zur nächsten Frage bringt, wann schreibst du? Ich schreibe abends, wenn die Kleine schläft, weil ich tagsüber tatsächlich dann einfach nicht dazu komme. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte meine Zeit nach der Arbeit, meine Freizeit möchte ich mit meiner Tochter verbringen, möchte mit der rausgehen, spielen, malen. Momentan ist es sehr viel am Malen. Und ja, abends ist das dann meine Me-Time, in der ich dann lese oder schreibe, je nachdem, wonach es mir gerade ist. Eine weitere Frage lautete, was tust du, um eine Schreibblockade zu lösen? Ich hatte tatsächlich während des Prozesses von Love Me Girl einige Schreibblockaden. Deshalb hat es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert wie Love Me Boy, I don't know. Da bestand aber mein Problem drin, dass ich Love Me Girl nicht geplottet hatte. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, ich möchte die jetzt eigentlich auch gern verbinden, ob ich plotte. Ich sag mal so, bei Love Me Girl habe ich nicht geplottet, anfangs, sondern habe einfach drauf losgeschrieben. Ich hatte einen Anfang und ich hatte ein Ende. Und dazwischen war nichts. Also habe ich gedacht, schauen wir einfach mal, wo mich das Schreiben hinführt, wo mich die Geschichte hinführt. Ja, dann kam ich an eine Szene oder ein Kapitel, bei dem ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Und das hat damals wirklich, wirklich Zeit gekostet, weil ich einfach nicht wusste, wohin ich mit meinen Protagonisten möchte und wohin ich mit der Geschichte möchte. Und da habe ich bestimmt 3 Wochen gar nicht mehr weitergeschrieben und habe das Projekt einfach mal ad acta gelegt und habe gesagt, so, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja, warum auch immer, kam mir dann irgendwann eine gute Idee. Und dann ging das weiter. Und dann habe ich angefangen, meine Kapitel zu plotten. Zumindest mal zu schreiben, das und das und das soll in diesem Kapitel passieren. Ich mache jetzt nicht so Texte und ich mache auch nicht so Texte. Also ich schreibe da wirklich gerade so vom Hirn in die Tasten, was ich denke, was in diesem Kapitel passieren soll. Manchmal fängt mir auch einfach irgendein Satz ein, den ich gerne in diesem Kapitel stehen hätte, oder irgendein Dialog. Ich habe auch manchmal schon einfach in meine Plot-Datei einen zweiseitigen Dialog zwischen den Protagonisten geschrieben, weil ich einfach fand, dass er so gut in dieses Kapitel reinpasst und der auf jeden Fall dann halt da gesprochen werden muss und abgezeichnet, abgedruckt werden muss. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, wenn ich plotte, komme ich schneller durch, weil ich einfach weiß, okay, du schreibst das Kapitel 7, in Kapitel 7 passiert dies, sel, jenes. Ich weiß, wo der Anfang von Kapitel 7 ist und ich weiß, wo das Ende von Kapitel 7 ist. Und dann kann ich mich in der Mitte immer noch inspirieren lassen und kann sagen, ja, okay, das passiert oder das passiert eben nicht. Und bei Love Me Boy habe ich es dann von Anfang an ganz anders aufgezogen. Da habe ich mich im Oktober hingesetzt, weil ich wusste, im November kommt der Nanofrimo. Ich wollte dann einfach, dass im Oktober der Plot steht und habe mir den ganzen Monat einfach dafür genommen, dann Love Me Boy die komplette Geschichte zu plotten. Während des Schreibens ist dann natürlich auch immer noch mal was anderes passiert, was ich vorher nicht im Plot drin hatte oder
Dinge aus dem Plot sind rausgeflogen, weil mir eine bessere Idee kam. Aber ja, an und für sich versuche ich jetzt immer meine Geschichten zu plotten. Die nächste Frage lautet, wie fängst du an, wenn sich eine Idee in dein Hirn schleicht? Wenn sich eine Idee in mein Hirn schleicht, dann öffne ich eine neue Word-Datei und schreibe da rein, was mir gerade eingefallen ist. Zum Beispiel, ich möchte eine Story über eine Cosplayerin schreiben. Dann heißt die Word-Datei Buch neu und da drin steht dann einfach nur Protagonistin Cosplay. Ja, und dann lasse ich das einfach mal so da stehen. Und dann lasse ich mir so ein paar Tage Zeit und überlege, was könnte die ausmachen, was könnte so der Knackpunkt des Buches sein, was macht diese Protagonistin aus. Ja, warte mal auf. Hat sie einen nervigen Hund, der immer das Bild crasht? Und so weiter und so weiter. Und dann füllt sich diese Datei und irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann sage, so, jetzt habe ich genug in dieser Datei drin stehen. Lass uns doch mal an einen Plot warten. Was möchtest du denn? Ja, komm. Ja, komm, hier bin ich jetzt. Oh. Sie braucht wieder ganz viel Liebe. Ja. So entsteht eine Geschichte von der Idee an. Quasi. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Welche Schreibroutine hast du, falls du eine hast? Ja, ich habe schon eine Schreibroutine. Bring das Monsterchen ins Bett, mach dir ein kaltes Getränk, schnapp dir vielleicht noch ein Stück Schokolade oder so, guck, dass der nervtötende Hund einmal ein Pipi gemacht hat und dich nicht während der Arbeit stört. Und ja, dann setze ich mich hier auf meine Couch, auf meinen, klappe meinen Laptop auf, mache meine Datei auf und fange an zu arbeiten. In der Regel habe ich dann dazu meine Flaschenlampe an. Die Beleuchtung am... Der Hund! Die Beleuchtung am Bücherregal an. Und zur Winterzeit hatte ich hier an meinem Fenster noch so eine Girlande mit Licht. Das hat mich dann so ein bisschen in eine Atmosphäre, in eine Stimmung und eine schöne Atmosphäre gebracht. Nein, das war ein blödes Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Das hat mich einfach in eine Stimmung versetzt, die zum Schreiben gepasst hat. Und was ich auch immer noch tue, ich lege bei Spotify eine Playlist an mit Liedern, die mich ja in die richtige Stimmung für die verschiedenen Kapitel versetzen. Und höre die dann auch während des Schreibens, damit ich einfach voll im Mode drin bin und voll in der Stimmung drin bin. Wenn es ein trauriges Kapitel ist, dann wird es halt ein trauriges Lied oder ein ruhiges Lied. Und da habe ich dann auch diverse Male schon geweint, einfach während dem Schreiben. Es ist halt einfach so. Dann hat meine liebe Schreibfreundin, die Nenia, mir auch einfach nur ein Schlagwort in die Frage gesetzt. Zielsetzung. Ich interpretiere das jetzt mal so, wie ich das verstehe. Zielsetzung, einerseits, ob ich mir ein Ziel setze, was ich mit meinem Schreiber-Dasein erreichen möchte. Also ich schreibe nicht, um dadurch reich zu werden. Jeder Autor, der ein Buch auf den Markt gebracht hat, gerade im Self-Publishing, weiß, man wird da nicht reich von. Irgendwann davon vielleicht halbwegs leben zu können, wäre natürlich schön, weil es einfach was ist, was mir am Herzen liegt. Aber ich schreibe eigentlich, weil ich gerne schreibe. Ich, mir kommen Ideen und ich denke dann, ich bringe die aufs Papier und vielleicht erfreut sich irgendjemand anderes auch mit dran. Und dann, ja, bin ich einfach glücklich. Ich bin auch total stolz, dass ich das Buch geschrieben habe. So ist es nicht. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall einfach, Leute mit meinen Geschichten glücklich zu machen. Das ist der Plan. Und natürlich, wenn man was dran verdient, kannst du jetzt sagen, was du willst. Da wird sich jeder drüber freuen. Ich habe nämlich auch eine Frage gestellt bekommen, wo ich noch nicht weiß, wie ich sie finde. Vielleicht war die Formulierung auch ein bisschen blöd gewählt. Sie lautet: Hast du mit Love Me Girl viel Geld verdient?
Ja, ist vielleicht eine blöde Formulierung, aber allgemein kann ich auch mal so ein bisschen auf die Zahlen eingehen, damit ihr mal so ein bisschen dahinter steigt, was eigentlich an so einem Buch hängen bleibt. Ja, warum ich sage, man wird nicht reich damit. Ihr müsst halt bedenken, das Schreiben ist das eine, aber diese Weiterbearbeitung bis zum fertigen Buch ist halt das andere. Ihr habt Korrektorat, ihr habt Lektorat, ihr habt das Cover, ihr habt eventuell noch Merchandise, Hintergründe für einen Insta-Post, um Zitate zu posten, ihr habt ja die Veröffentlichung selbst, ihr habt die ISBN, ihr habt wirklich noch einen Rattenschwanz an Sachen, die gemacht werden müssen. Ich habe mein Buch ja über BOD vermarktet und kann einfach sagen, das Buch gibt es für 11,90 € und pro Buch bleibt tatsächlich bei mir hängen 1 Euro. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Bücher ich verkaufen muss im Monat, damit ich davon leben könnte. Das sind ein paar. Und da ich ein kleiner, unbekannter Self-Publisher bin mit einer Veröffentlichung, ist das eher nicht realistisch. Aber im Umkehrschluss kann ich euch mal erzählen, was so ein Lektorat kostet in der Regel. Oder ein Korrektorat. Manche machen das halt auch gleichzeitig. Also da kannst du schon von ausgehen, dass du pro Normseite zwischen 3 und 6 Euro bezahlst. Wenn so ein Buch 400 Seiten hat, könnt ihr das gerne mal hochrechnen. So ein Cover. Ich hatte das Glück, ich hatte ein Premade-Cover, die sind immer ein bisschen günstiger. Aber so ein Cover kostet in der Regel, ich sag mal, zwischen 80, wenn es sehr, sehr günstig ist, bis mehrere hundert Euro. Also Tendenz nach oben ist, Luft nach oben ist immer, ne? Gibt's alles. Und wenn du dann diese ganzen Kosten mal zusammenrechnest, und da war jetzt noch kein Merchandise und keine Werbematerialien und nichts dabei, da musst du schon einige Bücher verkaufen, um erstmal diese Kosten drin zu haben. Und danach verdienst du erst was dran. Also ich kann es euch jetzt ganz ehrlich sagen, mit Love Me Girl habe ich meine Kosten gedeckt, ja. Aber reich bin ich dafür nicht geworden. Ja. Und deshalb muss ich noch weitere Bücher rausbringen und schreiben. Nein. Und damit würde ich dann auch jetzt zur letzten Frage kommen, die da lautet: Wann dürfen wir das nächste Buch von dir erwarten und woran arbeitest du gerade? Ja, das war nämlich von der gleichen Fragestellerin, deshalb fasse ich diese Frage jetzt einfach final noch einmal zusammen. Wie ich bereits eben gesagt habe, ich werde am 7. Juni 2022 Love Me Boy auf den Markt bringen und aktuell arbeite ich an Projekt R. Ich nenne es einfach Projekt R. Ja, das wird auch ein anderes Genre sein. Das wird nicht nur Adult sein, sondern Fantasy, Romantasy. Und da sitze ich aktuell am Plot. Und dann gibt es noch ein Projekt, an dem ich auch parallel arbeite. An dem arbeite ich schon seit ich 16 bin. Das habe ich nochmal komplett general überholt. Da habe ich sogar den Plot schon, ich sag mal, zu 75% fertig und die Geschichte auch schon angefangen zu schreiben. Da gibt es, glaube ich, schon so um die 150 Seiten. Ja, aber an Projekt R möchte ich aktuell weiterarbeiten, sobald Love Me Boy auf dem Markt ist. Und da werde ich euch auch auf meinem Autorenkanal auf jeden Fall bei der, ja, Schreibroutine und bei dem Buchschreiben bis oder von dem Schreiben bis hin zum Buch auch noch mal mitnehmen. Also wen das interessiert, der darf mir gerne dort auch folgen. Und damit schließe ich jetzt einfach mal das Q&A ab, das irgendwie sehr werbelastig war. Aber ja, es geht ja auch um mich als Autorin und um mein Schreiben. Ja. Ego-Modus off. Ich verabschiede mich jetzt. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich für meinen Teil werde jetzt noch kurz mit dieser Nervensäge hier rausgehen und dann treffe ich mich mit meinen Mädels zum Sushi-Essen. Das erste Mal, nein, das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich tatsächlich abends das Haus verlasse und babyfrei habe. Woo!
Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes, nein, was ist denn heute? Heute ist Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, einen wunderschönen Montag. Oder setze den Tag ein, an dem ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.